So, hi und hallo mal wieder. Ja, ihr habt richtig gelesen und ja, ihr seht richtig. Klemmbausteine-Eier. Ja, ich habe ja schon welche angeboxt, die kleineren. Das ist jetzt die größere Variante. Klemmbau deswegen, weil es nicht original die von die Elk-Namen ist. Und es gibt verschiedene davon. Tiere, Dinosaurier, Autos und, und. Ich habe hier Tiere. Kostet das Stück 3 Euro in so Billigläden, Flohmarkt und. Die sind etwas größer wie die normalen Legosteine und kleiner wie Duplo. Das ist so ein Zwischending für kleinere Kinder. Sieht witzig aus. Und wenn ihr genau hinschaut, dann könnt ihr auch immer sehen, welches Tier das gibt. Hier ist zum Beispiel ein langer Schwarzer, eine Platte. Dann guckt ihr hier, eine Platte, langer Schwarzer. Könnte der sein. Er ist, aber dann müsste der Vogel sein. Der kleine Vogel da hinten. Hier ist wieder ein anderes Tier drin. Das müsste zwei Runde und sowas. Der Elefant sein. Aber ich öffne in ein Video, also in dieses Video, ein Ei. Das war's. Das andere will ich verschenken. Aber wie gesagt, wenn ihr auch Lust habt zu solchen Teilen, 3 Euro kosten die. Ich versuche sie unter ein Video zu verlinken. Sicher, bequem und günstig. Teilweise sind auch dann immer so 10 Eier, liegen dann bei 15 Euro oder sowas. Aber ob sie Tiere sind oder eben, sag ich mal, Autos oder Dinos, mal gucken, was ich finde. Aber nichtsdestotrotz werden wir jetzt das Ei öffnen. Ich muss es jetzt vorsichtig aufmachen, weil ich brauche ja ein Titelbild für dieses Video. Da will ich das ja, das benutzen. Das ist dann das Titelbild. Wenn ich es so ein bisschen gerade kriege, das passt dann. Also, das sind solche Eier. Seht, oh, da unten sind Pappe oder Aufkleber drin. Es sind nie viel Teile. Es ist ganz klar, es soll ja was für die kleinen Kinder sein. Aufkleber. Gucken wir gleich mal zu. Oder was haben wir hier? Zwei Aufkleber. Ah, da ist die Bauanleitung. Ey, ist doch der Vogel. Cool. Ist doch der Vogel. Also, setzen wir das Ganze mal zusammen. So, jetzt ist das natürlich, ja, man sieht, erkennt die Farben in dieser Bauanleitung. Es ist der schwarze. So, jetzt so ein Eckstein. Es gibt hier nur zwei gelbe Ecksteine. Dann kommt dann so da drauf. Klemmkraft ist gut, ist sogar sehr gut. Und wie gesagt, die Steine sind etwas kleiner wie Duplo-Steine. Jetzt müssten wir einen kürzeren, ist hier, kommt der, so, der längere kommt einer drüber. Hört mal. Die Klemmkraft ist wirklich nicht schlecht. So, dann haben wir dieses Teil wieder einen rüber. Dann kommt der schwarze. Dann kommt der nächste gelbe. Dann kommt hinten, ah, einfach nur die beiden weißen, so dran. Ja. Sieht natürlich jetzt aus wie, naja. Aber jetzt kommt ja der Clou. Jetzt drehen wir das ganze Teil um. Nehmen den Aufkleber ab. Er ist auch schön dick. Es ist kein dünnes Papier oder sonst irgendwas. Den kleben wir jetzt. Passend über die beiden Steine. Und seht ihr, dann macht das Ganze viel, viel mehr Sinn. Sieht auch wirklich cool aus. Und wie gesagt, die Aufkleber sind ganz schön dick. Die sind nicht dünn. Zack. Und jetzt sieht's aus. Was soll das sein? Eine Ente? Ein Vogel? Keiner weiß es genau. Okay, hier jetzt würde ich vielleicht anders machen, aber es soll ja darstellen wie ein Vogel. Seht ihr? Von der Seite mit dem Kopf. Gar nicht mal so übel. Also, wie gesagt, so ein Ei liegt rund bei 3 Euro. Gibt es verschiedene Varianten. Einmal diese Tierart, dann die so Autos und Züge, dann Dinos. Ich gucke mal, was ich finden kann für euch, verlinke euch das. Und wie gesagt, geht rein. Teilweise sind dann so 5, 6
Eier im Netz für 8, 9 Euro, 40 Eier für 20 Euro. Mal gucken, was ich finde. Ja, ist für kleine Kinder, sind etwas kleiner wie Duplo-Steine, etwas größer wie normale Lego-Steine. Aber nichtsdestotrotz, was haltet ihr von? Wie findet ihr von diesen günstigen Klemmbausteine? Ich finde es gar nicht mal so schlecht, eine schöne Alternative. Aber jetzt bin ich gespannt auf eure Meinung, eure Kommentare. Ja, hässlich ist er ja. Aber nichtsdestotrotz, das Allerwichtigste, bleibt gesund, ihr und eure Familien. Und dann wie immer, bis demnächst, guckt hin und schaut zu.